Also Selbstdarstellungsfähigkeit allein, was ja heute immer so hoch gehoben wird, also das ist so wichtig, dass man sich gut mitteilen kann und gut selbst darstellen kann, das ist, genügt nicht, um Anerkennung zu bekommen von jungen Menschen. Da muss man schon eine Leistung erbringen, die wirklich irgendwie substanziell ist. Zum Beispiel Greta Thunberg, ne? Also die ist hoch angesehen, weil sie eben wirklich was bewegt hat und weil sie auch kompetent ist, ja, und nicht nur plaudert, sondern einfach auch wirklich eine Bewegung entfesselt hat. Also das ist notwendig. Das muss die jungen Leute fragen, wo ist die Leistung eines Menschen? Und wer nicht mehr leistet, als dass er bei Germany's Next Topmodel fünfmal am Laufsteg auf und ab gegangen ist, ja, der kriegt keine Anerkennung. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet. Aus Sicht der Experten sind junge Menschen die großen Verlierer der Pandemie, vor allem jene, die niedrigeren Bildungsschichten angehören. Aber ganz generell fällt es jungen Menschen zurzeit sehr schwer, optimistisch zu sein und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Und damit sind sie vermutlich nicht alleine. Doch wie schafft man es wieder, Perspektiven zu vermitteln? Was braucht es dazu? Von Seiten der Gesellschaft, aber auch von Seiten der Politik. Wer hat hier die Hebel in der Hand? Wer könnte uns diese Fragen besser beantworten als Jugendkulturforscher Bernhard Heinzelmeier? Wir haben mit ihm auch über den Gefühlskosmos, in dem sich die jungen Menschen heutzutage befinden, gesprochen, wie man ihnen wieder mehr Perspektive geben kann und wie man zum Beispiel den Pflegeberuf für junge Menschen als attraktiveres Arbeitsfeld gestalten könnte. Herr Heinzelmeier, Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit den Bedürfnissen der Jugendlichen. Wie geht es denn den Jugendlichen zurzeit, vor allem in der Zeit dieser langen Krise? In welchem Gefühlskosmos befinden sich die Jugendlichen derzeit? Ja, also von den Jugendlichen kann man schlecht sprechen. Da gibt es ja dieses wunderbare Zitat von Bourdieu, der gesagt hat, wer über die Jugend spricht, der manipuliert bereits. Also der Jugend geht es weder so noch so. Man muss das sehr differenziert betrachten. Dem oberen Gesellschaftsdrittel geht es gut wie immer. Die können diese Krisen leicht bewältigen, haben genügend Wohnraum zur Verfügung, in den Familien ist genügend kulturelles und soziales Kapital akkumuliert. Das heißt, man tut sich leicht, die Kinder im Homeoffice zu betreuen oder beim Homeschooling. Das Problem ist eher bei den ärmeren Gesellschaftsschichten. Also die haben Probleme, das mit den Kindern das Lernen zu bewältigen. In den ärmeren Gesellschaftsschichten ist der Wohnraum eng. Also das heißt, es gibt atmosphärische Spannungen bis hin zum aggressiven Verhalten. Ja, man hat weniger Geld, man kann also weniger bei den Online-Anbietern bestellen. Also es ist einfach, für die Armen ist es schwer und die genügend haben, kommen ganz gut durch die Krise. Also das Bild, das man aus den Medien immer mitbekommt, ist eigentlich ein ganz anderes, weil es heißt ja, die Jugendlichen, jetzt sage ich schon wieder die Jugendlichen, leiden sehr stark unter dieser Krise. Und vor allem, wie es darum ging, die Schulen wieder zu schließen, hieß es, dass das ganz furchtbar ist für die Kinder und dass die eigentlich diese soziale Distanz gar nicht mehr aushalten können. Naja, wie gesagt, das ist unterschiedlich vom Kind zu Kind. Man kann das nicht so generell sagen. Wir sehen bei unseren Untersuchungen Kinder, die überhaupt kein Problem haben, zu Hause zu sein. Andere sagen, ich möchte wieder in die Schule, weil dort meine Freunde treffen möchte. Also das heißt, das Problem ist nicht, dass die Schulen geschlossen sind, sondern das Problem ist, dass sie eben keinen Kontakt zu den Gleichaltrigen haben. Das ist für die Kinder ein großer Verzicht, das muss man sagen, führt aber nicht gleich zu einer existenziellen Krise oder zu einem psychischen Debakel, sondern es ist halt Verzicht, ne? Also sie müssen auf etwas vorübergehend verzichten und da gibt es halt Kinder, denen das leichter fällt und anderen, denen es schwerer fällt. Das ist mitunter auch eine Frage der Erziehung. Ich glaube,
Kinder, denen man in der Erziehung beigebracht hat, dass es auch sowas im Leben gibt wie ein Bedürfnisaufschub und dass man nicht alles gleich haben kann. Die werden besser durch die Krise kommen, denen man das nicht vermittelt hat, werden sie es schwerer haben. Die Corona-Krise insgesamt hat ja die Teenager, Jugendlichen sehr stark verunsichert, um nicht zu sagen, fast aus der Bahn geworfen und viele Zukunftshoffnungen natürlich zerstört. Ist das ein reversibler Prozess? Ja, sicher ist das reversibel. Das ist ja nicht, Corona ist ja kein Weltkrieg oder so. Also es ist irgendwie, es ist ja im hohen Ausmaß Normalität vorhanden. Ich denke mal, die Familien fangen viel auf, die ja in Österreich sehr gut funktionieren und durchaus damit umgehen können. Es gibt vom Staat her vernünftige Unterstützung. Also ich glaube, die Kindergärten ja offen. Man hat die Volksschulen für die Eltern offen gehalten, die es beruflich unbedingt notwendig hatten, die Kinder dorthin zu geben. Also das sind keine irreversiblen Schäden, die da entstanden sind. Ich denke, es ist mehr das Problem von Leuten, die es von außen betrachten. Also wenn man mit den Kindern und Jugendlichen selbst redet, sieht man, dass die es nicht als total tragisch empfinden. Ich glaube, diese Überspitzung ist eher durch die Politik in die Gesellschaft reingekommen, wo man gesagt hat, wenn die Kinder 3 Monate nicht in die Schule gehen, dann verdienen sie dann so und so viel weniger und das kann man nie wieder aufholen. Das ist ja einfach ein neoliberales Denkmodell, das ja die Menschen so nicht nachvollziehen. Das ist halt eine kleine Gruppe von Politikerinnen und Politikern, die da Panik erzeugen, aber im Großen und Ganzen kann man das alles gut bewältigen und auch den Anschluss daran wieder ein normales Leben führen. Ja, gut zu wissen. Ich habe auch gelesen, dass aus Sicht der Arbeitsmarktexperten die jungen Menschen als die großen Verlierer der Krise gelten. Wo konkret liegen da jetzt die Sorgen der Jugendlichen bezüglich des Arbeitsmarktes? Ja gut, die großen Verlierer, das ist ein großes Wort. Ne? Das ist ja so. Es ist, wir sehen, dass junge Menschen, vor allem die jungen Menschen aus den unteren Sozialschichten, besonders betroffen sind. Also wir sehen, dass Lehrstellenmangel herrscht, dass da das Angebot die Nachfrage unterschreitet. Ja? Also das ist ein ganz neues Phänomen, weil bisher hat man immer ein Überangebot an Lehrstellen trotzdem gehabt. Ne? Das Problem ist, dass Jugendliche als Erste arbeitslos werden, dass man die als Erste kündigt, dass die Jugendarbeitslosigkeit, glaube ich, jetzt im Vergleich zum Vorjahr dafür wirklich deutlich angestiegen ist. Also das heißt, das sind schon die Ersten, die es trifft, aber man muss auch dazu sagen, dass es auch deutlich die unteren Bildungsschichten sind, die es zuerst trifft. Also die Akademikerinnen-Arbeitslosigkeit hat sich nicht viel verändert, aber das Problem ist eigentlich bei den unteren Gesellschaftsdrittel, bei den weniger Qualifizierten und da insbesondere dann bei den Jugendlichen, wo die Krise dann am stärksten zuschlägt. Wer hat da die Hebel in der Hand oder beziehungsweise wer hat welche Hebel in der Hand? Also wo liegt die Verantwortung sowohl von Seiten der Gesellschaft als auch von Seiten der Politik? Was kann die Politik zum Beispiel machen, um das ein bisschen abzufedern? Ich glaube, da kann man... Ich glaube, man muss einfach damit leben, dass wenn es Lockdowns gibt und die gesundheitspolitisch notwendig sind, dass das einfach Folgen hat und dass das vor allem ökonomische Folgen hat. Das heißt, es entsteht eine ökonomische Krise und die Folgen einer ökonomischen Krise sind halt häufig Arbeitslosigkeit. Da kann man nichts wenig abfedern. Man kann sich überlegen, das Arbeitslosengeld zu erhöhen, was ja ohnehin diskutiert wird, dass die Menschen ein bisschen mehr haben in der Krise und dass sie ein bisschen konsumieren können, dass es nicht nur fürs persönliche Wohlbefinden wichtig ist, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann, aber im Großen und Ganzen wird man damit leben müssen, dass beim Arbeitsmarkt, dass da eine große Erschütterung gegeben hat und weitergeben wird und dass das erst sich nach und nach über Jahre hinweg sich das wieder bessern wird. Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen helfen? Also ich bin
der Auffassung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen sowieso ein Gebot der Stunde wäre, egal ob jetzt Corona, ob es jetzt Corona betrifft oder nicht, weil das mein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen ist, dass es einfach diese alten industriegesellschaftlichen Jobs nicht mehr gibt, ne, die man ein ganzes Leben lang gehabt hat und die immer, wo man immer in der Sozialversicherung war und wo man immer vom Arbeitsamt betreut worden ist. Also das gibt's nicht mehr. Es gibt viele Leute, die selbstständig arbeiten. Es gibt viele Leute, die prekär arbeiten. Wir haben einen ganz hohen Anteil von prekären Jobs. Es gibt Leiharbeit. Es gibt, also das heißt, diese Arbeitsbiografie der Menschen und die Berufsbiografie der Menschen ist ja diskontinuierlich und es gibt viele Unterbrechungen drinnen. Und ich glaube, diese Unterbrechungen, da haben wir die Leute heute das Gefühl, dass sie ins Bodenlose fallen und das würde die Lage entspannen, wenn man sagt, du hast immer dein Grundeinkommen und du kannst darüber hinaus, kannst dich engagieren, um dann mehr dazu zu verdienen. Das wäre eigentlich für die heutige Zeit, wo alles diskontinuierlich und flüchtig und vorübergehend ist, wäre das eigentlich die richtige politische Maßnahme. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, gerade eben, nämlich diese lange Berufsverweildauer in einem einzigen Beruf. Das ist aber ja nicht oder zu einem gewissen Anteil ja auch ein Generationenkonflikt, weil das hat vielleicht noch bei der Babyboomer-Generation funktioniert, aber bei Leuten aus der Generation Y oder Z wird das nicht funktionieren. Ja, nein, es wird nicht funktionieren, weil wir haben ja, was die letzten 20, 30 Jahre, was da bestimmend war, ist, dass es zu einer Entbettung der Märkte, wie man so schön sagt, gekommen ist, zu einer Ökonomisierung des Sozialen, zu einer Vermarktwirtschaftlichung des Lebens. Das heißt, der Markt hat halt heute viel mehr Einfluss auf das Leben der Menschen, als das noch vor 30, 40 Jahren war, wo man von einer sozialen Marktwirtschaft gesprochen hat und wo sehr viel reguliert worden ist und wo man Zonen geschaffen hat, auf die der Markt keinen Zugriff gehabt hat. Das ist alles mehr oder weniger, hat sich rückgebildet, wurde rückentwickelt, ja. Und heute sind die Menschen ständig dem Markt ausgesetzt und der Markt ist halt unstetig. Also das heißt, da kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist der Marktwert von ganzen Berufsgruppen steigt und fällt, ja. Dann die Notwendigkeit, bestimmte Formen der Arbeit zu haben, ja. Das schwankt auch total stark. Es gibt Branchen, die in die Krise geraten. Es gibt Unternehmen, die dann zugrunde gehen. Es werden neue Branchen eröffnen sich, es gibt neue Möglichkeiten. Also, und das alles führt dazu, dass ja einfach das Leben der Menschen umsteht. Das ist nicht so wie vor, was weiß ich, 50 Jahren, wo halt viele Österreicher in der verstaatlichen Industrie gearbeitet haben und da einen sicheren Job hatten, von der Lehre bis zur Pension. Nicht? Das gibt es heute nicht oder nur mehr als Randerscheinung. Und deswegen ist diese Vermarktwirtschaftlichung und diese Spontanität der Märkte hat eben Auswirkungen auf das Leben der Menschen und das verläuft sehr diskontinuierlich und das muss man man muss aber den Menschen trotzdem eine Sicherheit bieten, weil das führt letztendlich dann dazu, dass die Menschen krank werden, weil sie ständig unter psychischem Druck stehen und das ist tatsächlich ein Problem und das wirkt sich dann auf die gesamte Biografie der Menschen aus und nicht, dass man zwei, dreimal jetzt einen Lockdown gehabt hat. Also das ist nicht gut, aber das hat bei Weitem nicht die fatalen Auswirkungen wie diese kontinuierliche Vermarktwirtschaftlichung des Lebens mit diesen spontanen Veränderungen, kurzfristigen Veränderungen, die es für das Leben des Einzelnen bringt. Wie schafft man es, den Jugendlichen im Moment Perspektive zu geben? Also die Bundesregierung versucht es ja immer sehr mit Metaphern oder bildhafter Sprache, wo sie zum Beispiel dann sagen, durchhalten oder das sogar metaphorisch mit der Bewältigung eines Marathons vergleichen. Das weiß man mittlerweile, dass diese Bilder bei den Erwachsenen schon nicht funktionieren und bei den Jugendlichen wird es vermutlich auch nicht funktionieren. Aber wie könnten so Bilder aussehen oder wie kann man überhaupt Jugendlichen Perspektive geben? Wir leben im Zeitalter einer symbolischen Politik, nicht? Also das heißt, das ist
Es geht um Sprache und das, was man mit Sprache vermitteln kann und Stimmungen, die man mit Sprache erzeugen kann. Das heißt, die Politik ist ständig damit beschäftigt, an ihrer Rhetorik zu arbeiten, um damit irgendwas zu erreichen. Aber die konkreten Maßnahmen, die materiellen Maßnahmen, die scheinen also eher dann in den Hintergrund zu rücken. Und das ist das große Problem. Man kann mit dem Mittel der Sprache allein das Leben der Menschen nicht so lenken und leiten, dass dann für jeden irgendwie ein gutes Leben dabei herauskommt. Also ich denke mal jetzt, wie kann man den Menschen eine Perspektive geben? Man kann den Menschen eine Perspektive geben, indem man ihnen primär einmal eine materielle Sicherheit bietet. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also diese ganzen schönen Reden, die braucht eigentlich eher kein Mensch, weil es eh nicht mehr funktioniert. Man darf auch nicht vergessen, dass die Glaubwürdigkeit der Politik ist ja so schlecht wie nie zuvor. Also wir haben jetzt eine Studie gemacht, wo wir abgefragt haben, aus welchen Bereichen kommen die Vorbilder der Jugend oder wen bewundern Jugendliche, und da kommen die Politiker und Politikerinnen kaum vor drinnen. Also das ist gerade noch der Sebastian Kurz, der ein bisschen aufscheint, der Rest ist nichts mehr da. Also das heißt, den mutmachenden Worten, die aus der Politik kommen, denen vertraut ohnehin keiner mehr und die nimmt ohnehin keiner mehr ernst. Warum es eigentlich gehen würde, ist wirklich materielle Bedingungen zu schaffen, die den Menschen tatsächlich helfen. Also das heißt, den kleinen Gewerbetreibenden zu helfen, die jetzt irgendwie geschlossen sind und nicht wissen, wie es weitergeht, der Gastronomie zu helfen, den Arbeitslosen zu helfen, wieder einen Job zu bekommen oder zumindest, dass sie auch in dieser Phase, wo sie wenig haben, dass sie überleben können, dass da Überbrückungshilfen gibt. Das müsste besser funktionieren. Ich denke mir, da ist viel zu wenig passiert. Es ist viel darüber geredet worden, welchen Menschen man geholfen hat oder verholfen möchte. Aber passiert ist eigentlich dann doch am Ende zu wenig. Jetzt bin ich neugierig geworden. Lassen Sie mich raten, bei der Studie ist rausgekommen, vermutlich, dass die Jugendlichen am ehesten den YouTubern vertrauen. Vielleicht sollte man die mit Perspektivengebung betrauen. Das ist nicht rausgekommen, lustigerweise. Bei der Studie ist überhaupt nicht das rausgekommen, was man sich erwartet hat. Also die Vorbilder der Jugend sind im sozialen Nahbereich zu suchen, und das sind die Eltern, der Vater, die Mutter, die Großeltern, also dort die Freunde, also dort hat man Vorbilder, und dann kommen Leute aus dem ganzen kulturindustriellen Komplex, also Filmstars und Sportler, Dominic Thiem und so irgendwie. Also Und die YouTuber, also das, was man heute Influencer nennt, das kommt ganz unten. Also das ist auch bei den, wie Models zum Beispiel, also das liegt ganz unten. Und das ist schlecht, das sind nur mehr die Politiker. Also ich glaube, diese Leute tauchen in den Medien auf, die YouTuber, Influencer sind dort recht wichtig. Die dienen den jungen Menschen zur Unterhaltung. Aber sie werden von den jungen Menschen nicht ernst genommen, und sie fungieren schon gar nicht als Vorbilder, und man vertraut ihnen auch nicht. Also das sind einfach lustige Figuren, denen hört man zu und das unterhält, aber es ist nicht zu vergleichen mit der Mutter, dem Vater oder dann auch dem Spitzensportler, wie zum Beispiel dann Neymar, der wird halt bewundert, weil er wirklich eine Leistung erbringt. Und was bei den YouTubern ja augenfällig ist, sie leisten ja nichts, außer dass sie Genies der Selbstdarstellung sind. Und das ist den Leuten heute zu wenig. Also Selbstdarstellungsfähigkeit allein, was ja heute immer so hoch gehoben wird, also das ist so wichtig, dass man sie gut mitteilen kann und gut selbst darstellen kann, das ist genügt nicht, um Anerkennung zu bekommen von jungen Menschen. Da muss man schon eine Leistung erbringen, die wirklich irgendwie substanziell ist. Zum Beispiel Greta Thunberg. Nicht? Also die ist hoch angesehen, weil sie eben wirklich was bewegt hat und weil sie auch kompetent ist. Ja? Und nicht nur plaudert, sondern einfach auch wirklich eine Bewegung entfesselt hat. Also das ist notwendig. Das muss die jungen Leute fragen, wo ist die Leistung eines Menschen? Und wer nicht mehr leistet, als dass er bei Germany's Next Topmodel fünfmal am Laufsteg auf- und abgegangen ist, ja, der kriegt keine Anerkennung. Also es muss schon an wirkliche Inhalte gekoppelt sein, die Vorbildwirkung.
Es muss was Substanzielles da sein. Also das heißt, substanziell heißt, eine Leistung muss da sein, eine messbare Leistung, eine sichtbare Leistung. Und das Zweite ist, die Leute müssen ehrlich und charakterstark sein. Also das heißt, diese Werte Ehrlichkeit und Charakterstärke, was ja so traditionelle Werte sind, die spielen heute wieder eine Rolle und sind wichtig dafür, dass man eine Person, eine Persönlichkeit gut bewertet. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass je länger die Krise dauert, umso eher geht es den Jugendlichen um die Frage, wie sie sich selbst retten können, weil sie sehen sich ja selbst nicht unbedingt jetzt als Risikogruppe an. Vielmehr sehen sie die Krise als die eigene Existenzbedrohung. Ist das wirklich so? Ja, also das kann man sagen, also ich meine, obwohl auch da die Entwicklung sehr widersprüchlich ist. Auf der einen Seite hat man bei den Untersuchungen immer eine hohe Zustimmung zu Items wie hilf dir, du musst dir selbst helfen, du kannst dann nicht erwarten, dass dir wer anderer hilft. Also das wird, das sagen zwei Drittel und mehr, ja, das stimmt. Ja, man kann heute nicht mehr darauf hoffen, dass man, was weiß ich, dass der Nachbar hilft oder dass dass irgendwo im Beruf dass geholfen wird von Kollegen oder so, sondern letztendlich steht man alleine als Individuum da und muss die Sache alleine für sich regeln. Ne? Also das ist das, was rauskommt. Auf der anderen Seite sieht man, wenn man in die Werteforschung schaut, dass eine irrsinnige Sehnsucht nach Gemeinschaft da ist. Also nicht nach Gesellschaft, sondern nach Gemeinschaft. Also Gemeinschaft wäre ein kleiner Ort, vertraute Personen, wo man sich gegenseitig hilft, ohne dafür etwas zu verlangen oder irgendeinen Hintergedanken zu haben, also ohne Nützlichkeitserwägungen. Also wenn Beispiel ins Haus meines Nachbarn, im Haus meines Nachbarn ist ein Wasserrohrbruch oder eine Brand oder irgendwas, dann steht jeder auf und geht hin und hilft. Das ist in Gemeinschaften, dörflichen Gemeinschaften zum Beispiel so üblich. Danach gibt es eine große Sehnsucht. Ja? Also das heißt, man hat auf der einen Seite das Gefühl, man muss individuell stark sein und man steht allein. Und auf der anderen Seite hat man die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und was hat das jetzt, wozu führt das? Das führt zum Beispiel dazu, dass wir sehen, dass es nach und nach bei den Leuten, die sich das leisten können, zu einer Stadtflucht kommt. Also das heißt, man geht die junge Familien tendieren dazu, aufs Land hinauszugehen, weil sie eben dort diese Gemeinschaft erwarten, die man in der Stadt nicht mehr haben kann. Ja, das ist eine große Tendenz. Also das heißt, man muss sich selber helfen. Ja, das weiß man, dass das so ist, aber das schätzt man nicht unbedingt. Ja, und das Zweite ist, Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach ehrlichen Beziehungen, nach Hilfe, nach Einfühlungsvermögen und emotionaler Zuwendung, die verausgabt wird, ohne dass dafür was verlangt wird. Das sind ja eigentlich schöne Tendenzen. Das sind schöne Tendenzen, wo man schon sagen muss, dass die von den Umständen erzwungen sind. Also es ist nicht so, dass die Menschen jetzt aus Einsicht ja, diese Gemeinschaftswerte angenommen haben, sondern dass sie wirklich gelernt haben, dass man diesen postmodernen Individualismus, ja, wo es nur mehr darum geht, wo das Individuum angebetet wird, aber gleichzeitig das Individuum auch jetzt mit Verantwortung überfrachtet wird, dass man so nicht glücklich werden kann. Also das ist, glaube ich, ein Lernen durch Scheitern. Also die Menschen sind gescheitert an diesen individualistischen Exzessen und die Konsequenz ist, dass sie jetzt einfach wieder mehr diesen traditionellen Werten zuwenden und auch wieder den Gemeinschaftswerten und sagen, naja, ich möchte doch eher in einer solidarischen Gruppe leben, wo man aufeinander Rücksicht nimmt, auch wenn ich dabei Abstriche, was die individuelle Selbstverwirklichung betrifft, machen muss. Ich möchte jetzt ein bisschen die Brücke zum Pflegemanagementforum oder überhaupt zur Pflege spannen. Sie werden ja dort auch einen Vortrag halten. Und die Frage ist, die sich im Moment natürlich stellt, wie kann man Jugendliche für den Pflegeberuf begeistern? Ja, also das Wichtigste ist, dass man ihnen einen sicheren, gut bezahlten Job anbietet. Also was wir sehen, was bei jungen Menschen halt total wichtig ist, ist Sicherheit. Also und es ist immer so, in der Werteforschung sagt man, dass gerade das besonders hoch geschätzt wird, was im Augenblick schwer zu haben ist. Also das heißt, der Wert, der abwesend ist, erreicht eine ganz hohe Zustimmung. Ne? Und das ist Sicherheit. Sicherheit ist das, was heute in unserer Gesellschaft ein knappes Gut ist. Ja? Sicherheit,
Jobsicherheit, Sicherheit in der Beziehung und in der Partnerschaft, ja, Sicherheit auf der Straße, also es ist eigentlich alles ein Sicherheitsproblem. Ne? Aber was die Gesundheit betrifft, das ist Leute, wenn es halt verunsichert. Ja? Und deswegen ist Sicherheit halt so wichtig. Und das wird häufig, wie sagt man, retrotopisch gedacht. Das heißt, man sagt, die Sicherheit ist eigentlich, Sicherheit kann ich erreichen, wenn ich mich in der Geschichte zurückwende, wenn ich zurückblicke und wenn ich die guten alten Zeiten beschwöre und vielleicht daran glaube, dass da wieder was so kommt, wie es einmal war. Also das heißt, wenn man der klassische, sichere, industriegesellschaftliche Job, ja, 40-Stunden-Job mit einem sicheren Arbeitgeber, mit Urlaub und mit Urlaubsgeld und mit Krankenversicherung. Und das alles ist das, was heute gesucht wird. Also man darf nicht vergessen, wir haben heute viele junge Menschen, die wieder sagen, ein Job beim Staat wäre super. Also die sich in der klassischen Beamtenlaufbahn sehnen, weil das eben sicher ist. Also man hat dann nicht so viel, aber zumindest das, was man hat, das kann man nicht von heute auf morgen verlieren. Und wenn das die Anbieter von Gesundheitsberufen berücksichtigen, dann ist allein das schon jetzt abseits von dem Job als solchen, ja, ist das schon irgendwie ein starkes Argument für Jugendliche, sich dorthin zu wenden. Aber eigentlich müsste das in der Pflege ja recht gut funktionieren, weil das ist, Pflegepersonal wird immer gebraucht, sogar wir wissen ja aufgrund der demografischen Entwicklung, dass man sogar 2030 einen Pflegefachkräftemangel haben wird. Also wo könnte man da an den richtigen Schrauben drehen, dass man die Jugendlichen in den Pflegeberuf bekommt? Die Pflege hat zwei Nachteile. Das erste ist, es ist sehr anstrengend. Und das zweite ist, es ist, was die Work-Life-Balance betrifft, problematisch. Also das sind die zwei Dinge, das sind die zwei Schrauben, an denen man drehen muss. Das heißt, bei der Pflege ist das Image momentan nicht so super, weil die Leute irgendwie hören, es werden über ihre Pflegekräfte eingespart. Der dann dort ist, der muss für drei Leute arbeiten. Ja. Also das sind so die Dinge, die man immer wieder hört. Als eine Stationsschwester, sage ich jetzt, rede immer, weil das ja sehr weiblicher Beruf ist nach wie vor, ist für, was weiß ich, 35 Patienten zuständig, hat Laden, Nachtdienst. Das ist alles, was ich um Gottes Willen. Ja. Also es ist ein schwerer Beruf und der immer schwieriger wird, weil überall marktwirtschaftliche Effizienzkriterien angelegt werden und das wird dann, geht immer auf Kosten des Einzelnen. Das ist das Problem. Das zweite ist, das ist ein familienunfreundlicher Dienst, das sind familienunfreundliche Arbeitszeiten und Dienstpläne. Also das heißt, man hat halt dann Nachtdienst, was nicht angenehm ist und diese zwei Dinge und man wird nicht gerade überschüttet mit Geld, das kommt auch noch dazu. Also es ist irgendwie, man muss einfach es geht nicht nur darum, dass man am Image arbeitet, sondern es geht darum, dass man die Realitäten in der Arbeitswelt einfach ein bisschen verändert und verschiebt, sonst wird man mit dem Angebot wahrscheinlich nicht sehr viel Zulauf bekommen. Also wird man die Jobkrise nicht lösen können. Das ist sicher ein großes Problem, ja. Also ich glaube, um das nochmal zu sagen, Pflege ist eine sehr wertvolle Tätigkeit, wenn man es vom gesellschaftlichen Standpunkt aus betrachtet. Und ich glaube, dass die Bezahlung und die Arbeitskultur und die Form, wie die Arbeit abläuft, dem nicht entspricht. Also das heißt, dieser Job sollte mehr Wertschätzung genießen und Wertschätzung drückt man dadurch aus, dass man gute Arbeitsbedingungen anbietet. Und das ist halt unterbewertet. Genauso wie die Familienarbeit, wie die Care-Arbeit in der Familie unterbewertet ist, sind die Pflegedienste unterbewertet. Da kommt noch erschwerend dazu, dass das halt sehr stark, wie sagt man, weibliche Jobs an, ne, die vor allem von Frauen ausgeführt werden, was auch noch dazu dient, was auch noch den Effekt hat, dass es wieder weniger wertgeschätzt wird. Also wenn ein Mann in Spaten, wo viele Männer sind, da ist die Wertschätzung da und kaum ist es irgendwie weiblich dominiert, dann hat man da schon wieder Anerkennungsprobleme. Das dann ist nur, um das noch hinzuzufügen, ne? Das ist einfach zu wenig öffentliche Anerkennung für diese Jobs da. Wenn jetzt ein Jugendlicher zu Ihnen kommt, der komplett perspektivlos ist und Rat sucht bei Ihnen,
Was würden Sie dem für Tipps und für Ratschläge mitgeben, wie er in der momentanen Zeit vor allem auch zurechtkommt? Gut, das ist total schwer, weil das kommt natürlich, das kann man nicht so allgemein sagen, weil es kommt immer darauf an, was ist das für ein Mensch und was hat er für Ausbildung und was hat er selbst für Interessen, nicht? Und was sind seine Talente und so weiter und so fort. Also man kann es nicht generell sagen, man kann es nur sagen, aus der Perspektive der Forschung ist es so, dass die Jobs, die momentan am meisten gesucht werden, im mittleren Qualifikationsbereich liegen. Also das heißt, nicht Jobs, die, also es geht nicht gar nicht um Spitzenqualifikationen, sondern so im mittleren Bereich, zum Beispiel Facharbeiter in der Industrie. Also das ist, da kann man wirklich viel Geld damit verdienen, man hat Anerkennung, ja, und hat noch dazu einen sicheren Job. Ja. Also ich würde den jungen Menschen einfach davon abraten, um jeden Preis jetzt ein Studium zu machen oder eine Fachhochschule zu machen, wo jetzt alle hinrennen. Ich würde einfach sagen, cool ist es zum Beispiel, Lehre mit Matura bei Siemens zu machen. Also das ist, wenn dann das gelingt, ist das wirklich super. Also ich würde eher so auf diese Facharbeiterschiene setzen, auf das Konzept Lehre mit Matura. Das heißt, einfach Jobs, die nicht, wie man so im Allgemeinen sagt, so Bullshit-Jobs sind. Es gibt ja vom Graeber, diesen jetzt vor kurzem verstorbenen Ethnologen, gibt so dieses Buch, das heißt Bullshit-Jobs, und das sind Jobs, die eigentlich in Wirklichkeit keiner braucht. Ja, zum Beispiel Investmentbanker. Kein Mensch braucht einen Investmentbanker. Ja, und das, was der Graeber schreibt, ist, der Investmentbanker weiß es selbst, dass ihn keiner braucht, und das führt dann in stillen Stunden zu so depressiven Episoden. Ja. Das muss man nicht sein. Ja. Also das ist nicht notwendig. Nicht? Also man muss auch nicht Management-Trainer oder Trainerin sein. Ja. Man kann sich aus dem Ganzen, weil da gibt es viele, das ist total überlaufen, das will jeder sein. Nicht? Und ich würde einfach von dem weggehen und einfach sagen, wirklich auf dieses mittlere Segment gehen, auf dieses mittlere Qualifikationssegment, und das merkt man bei den Einkommen, dass die überholen ja Leute mit einem akademischen Abschluss relativ bald. Also das heißt, der Facharbeiter verdient in Wirklichkeit mehr wie der Mensch, der ein Germanistikstudium abgeschlossen hat. Also der wird das kaum haben, ja? Also wenn er nicht in den Lehrberuf geht, aber so wird er überholt werden. Oder Politologie, ja? Wenn man studiert Politologie, dann hat man diesen Abschluss, der Facharbeiter lacht die Politologen aus, nicht? Die werden dann irgendwo, weiß nicht, in irgendeiner Redaktion sitzen und irgendwie Zuarbeiten ausführen und dann halt dafür 1.500 Euro verdienen. Mein Tipp wäre wirklich, auf diese soliden Jobs zu gehen mit mittlerer Qualifikation. Das ist ja schon einmal eine ganz gute Perspektive. So könnte man ja auch Bilder transportieren, damit die Jugendlichen oder die jungen Menschen wieder mehr Perspektive bekommen. Wir sind händeringend auf der Suche nach Lehrlingen. Ja? Wir sind händeringend auf der Suche nach jungen Facharbeitern. Ne? Also die ganze Industrie, aber nicht nur die Industrie, sondern auch die Dienstleistungsbranche sucht nach solchen Leuten. Die suchen gezielt schon Schulabbrecher, die in der 5., 6. Klasse des Gymnasiums aussteigen. Ja, also das ist genau das, was heute gesucht wird, und auf der anderen Seite produzieren wir aber endlos Akademiker und Akademikerinnen, die es nur schwer haben am Markt. Nicht? Also weil wir durch diese Akademisierung der Ausbildung, um es marxistisch zu sagen, eine Überproduktionskrise haben. Wir produzieren in dem Bereich zu viele Absolventen, die am Arbeitsmarkt meistens dann, wenn sie unterkommen, in ausbildungsfremden Tätigkeiten unterkommen. Ne? Wann am schlimmstenfalls dann Essen ausfahren als Fahrradbote. Ne? Gut, ist sehr von der Branche natürlich abhängig. Ja. Ist abhängig davon, was man studiert. Ja. Aber wenn man heute sich auf ein geisteswissenschaftliches Studium stürzt oder wenn man sich heute auf Politologie oder Soziologie oder so etwas stürzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man mit dieser Ausbildung keinen adäquaten Job bekommt und dann irgendwas anderes machen muss. Wären Sie jetzt gerne Jugendlicher in dieser Zeit? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin total froh, dass ich in einer Zeit studiert habe,
wo die Universitäten noch sehr liberal und offen waren und wo es keine ECTS-Punkte gegeben hat und kein Bologna-Prozess und wo es die Universitäten noch nicht so die verlängerte Werkbank der Wirtschaft war, wo man halt dann einfach auch nach diesen Effizienzkriterien darunter studiert hat und wo auch diese Vergleichbarkeit der Abschlüsse so wichtig ist, was ja in Wirklichkeit zur kompletten Individualisierung der Menschen geführt hat und zu diversen dann einfach Bildungswaren, die da gehandelt werden. Das ist halt in einer Marktgesellschaft ist das so. Und zu der Zeit, wie ich studiert habe, hat es diese Marktgesellschaft in dem Ausmaß noch nicht gegeben. Und das habe ich sehr angenehm und sehr entspannend gefunden. Und man hat eben mehr Möglichkeiten zur Selbstbildung gehabt. Also das kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, als jemand, der einen akademischen Abschluss gemacht hat. Heute hat man das nimmer mehr. Deswegen würde ich mich jetzt nicht drum reißen, gerade jung zu sein, als Studierender auf gar keinen Fall. Ich meine, da kommt noch dazu, wie ich mein Studium beendet habe, hat es in Österreich eine Akademikerquote von 3,7% gegeben. Also, wenn man das mit heute vergleicht, ja. Also, da war man noch ein sehr rares Gut. Und heute ist es eine Massenware. Also, für die Jugend hat sich das Leben nicht verbessert unter marktgesellschaftlichen Bedingungen. Es ist, glaube ich, sogar noch viel schwerer geworden, weil die Ausbildungsmöglichkeiten so vielfältig geworden sind, dass es schon wieder schwerfällt, einen Überblick zu bekommen. Gerade für einen 14-Jährigen beispielsweise, der sich für einen weiteren Bildungsweg entscheiden muss, ist das eine Ding der Unmöglichkeit. Weil ich glaube, niemand weiß mit 14, was er wirklich machen möchte. Ja. Es stimmt. Also es geht auf den Punkt, es gibt so etwas wie eine neue Unübersichtlichkeit. Einfach auch mit dieser Vielfalt fertig zu werden. Und man weiß ja nicht, wenn man eine Wahl trifft, hat man jetzt die richtige getroffen. Es bleibt immer dieser Zweifel zurück und vor allem, weil das auch so schnelllebig ist, was im Jahr, was weiß ich, 2015 richtig war, sage ich mal, ein Jus-Studium zu machen und man da alle Chancen gehabt hat damit, dann ist es vielleicht im Jahr 2025 vollkommen falsch, ja, weil in der Branche kein Mensch mehr gebraucht wird, weil es zu viel davon gibt. Also das heißt, diese Entscheidung ist auch so komplex und so schwierig geworden. Ne? Verändert sich alles so rasch und man weiß nicht, ob man eine Entscheidung, die jetzt richtig ist, ob die dann noch in 5, 6 Jahren richtig sein wird. Ne? Also man muss immer in die Zukunft denken. Es sind so viele Parameter, die man mitdenken muss. Und das muss alles ein junger Mensch machen. Also deswegen gibt es ja heute so große Orientierungsprobleme und so viel Nachfrage nach Orientierungswissen und nach Beratung und nach Coaching. Ja? Weil man da fast schon Expertise dazu braucht oder Fachleute dazu braucht, die einem da helfen. Also man kann das oft gar nicht mehr alleine machen, genauso wie man halt seine Steuererklärung nicht allein machen kann, ist heute die Berufswahl. Ja, muss die heute schon professionell begleitet werden oder die Wahl der Ausbildung, ja, muss schon professionell begleitet werden, um nichts falsch zu machen. Das ist eine sehr unangenehme, schwierige Situation, würde ich sagen. Ja. Wie könnte man das angehen? Wo scheitert es da im Moment? Also ich glaube, man kann nur die Beratung und die Unterstützung für die Leute verbessern. Also was sicher nicht geben wird, ist, dass man die Zeit zurückdreht und sagt, also wir nehmen da wieder Komplexität raus und wir schaffen wieder mehr geschützte Bereiche, die wir vom Markt abkoppeln. Und also das wird's alles nicht spielen, das ist so eine Dynamik drinnen. Und das Wichtige ist ja, und das weiß man aus der Sozialwissenschaft und aus den Wirtschaftswissenschaften heraus, man kann nicht beliebig Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen zurücknehmen. Das geht einfach nicht. Also da gibt es kein Zurück mehr. Man kann nicht in den Kapitalismus der 50er und 60er Jahre zurück. Das geht nicht mehr, weil diese Strukturen sind nicht wiederherstellbar. Ne? Es wird in Österreich nie wieder einen so einen starken verstaatlichten Sektor geben. Den kann man nicht wieder aufbauen. Das geht einfach nicht. Das ist weg. Ja? Also insofern muss man damit leben, dass sich die Menschen auf das, was man jetzt hat, ja, und was sie sicher weiter verstärken wird, nämlich dieses instabile, spontane, ständige Veränderung, Unsicherheit, die entsteht. Ja. Also die Leute müssen resilient gemacht werden und kompetent dafür gemacht werden, um mit dem umgehen zu können. Weil man kann die nicht darauf vertrösten, dass man sagt, ja, wir kämpfen für eine bessere Welt. Also das Leben findet jetzt statt und nicht in 50 Jahren, wo es vielleicht eine bessere Welt gibt. Und auf das müssen sich die Menschen einstellen. Und dafür muss man sie unter Anführungszeichen stark machen und begleiten, wo es geht. Ne?
Was glauben Sie oder was ist Ihre Einschätzung, wie lange wird es dauern, bis sich die jungen Menschen von der Corona-Krise wieder erholt haben? Das hat weniger mit der Psyche der jungen Menschen zu tun, als mit den wirtschaftlichen Folgen, was das Ganze haben wird. Das ist die Frage, wie schnell sich die Wirtschaft davon erholt, wie schnell man wieder entsprechendes Wachstum haben wird, wie die Arbeitsmärkte reagieren, wie stark das Trägheitsmoment ist, bis sich das wieder alles restrukturiert. Ja, das wird sicher wieder 2, 3, 4 Jahre dauern, bis wieder sowas wie eine Normalisierung eintritt. Und dann wird es wieder laufen wie immer. Also ich denke mir, Corona ist da wurde eben eine Kerbe reingeschlagen in die gesellschaftliche Entwicklung und auch in die Biografie der Menschen. Aber das wird sich auch wieder lösen. Und in dem Moment, wo die Leute durchgeimpft sind und das wieder Normalität einkehrt, dann wird es wieder so dort weitergemacht, wo es vorher war. Zurück in die Normalität, ja, nicht in eine neue Normalität. Genau, in die Normalität einer Marktgesellschaft mit Wettbewerb und Konkurrenz, mit großen Anforderungen an das Individuum. Performative Ökonomie, Selbstdarstellung ist wichtig und Kommunikation ist wichtig und Digitalisierung wird vorangetrieben werden und also Abstraktion, das wird eher so im virtuellen Raum stattfinden und das wird alles genauso weitergehen. Die Entwicklung ist ja nicht unterbrochen, es ist halt einfach ein bisschen eine, wie sagt man, vorübergehende Krise und die ist absehbar, dass die wieder vorbeigeht. Wunderbar. Herzlichen Dank für diese super Einblicke in unsere jungen Menschen. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis ich nicht mehr Jugendliche sage, sondern nur noch junge Menschen. Man sagt ja auch, das ist ja total lustig. Jetzt ist es so, dass man davon spricht, von Menschen mit einem juvenilen Lebensentwurf oder mit einem juvenilen Lifestyle, weil man einfach sagt, es gibt für alte Menschen, die auch den Lifestyle der Jungen haben und es gibt junge Menschen, die einen eher alten Lifestyle haben. Also es geht nicht mehr um das substanzielle Jugendliche, was sie jetzt quasi am Alter und an biologischen Offensichtlichkeiten festmachen lässt, sondern es geht einfach um das Alter oder die Zugehörigkeit zu Milieus und zu Stilgruppen ist vom Lifestyle abhängig. Ne? Und deswegen sagt man heute Menschen mit einem juvenilen Lebensstil zum Beispiel. Also zu denen zähle ich mich definitiv dazu. Das kann jeder entscheiden, das kann dann ein 80-Jähriger auch sein. Ne? Also ich würde das sagen, das ist lustig, weil ich habe da vor 2 Jahren oder was ist der vor kurzem Verstorbene, Ernst Gehmacher, da gesessen und der war mit 90 Jahren oder 91, wie es damals war, so sprühend vor Energie und so jugendlich und so, wie der da rausgegangen ist. Er hat zwar seine Jacken vergessen, die wir ihm dann nachgebracht haben, aber das ist eigentlich bewundernswert, nicht? Und der war jünger als viele 17, 18-Jährige. Also man hat es ein bisschen, hat man selbst in der Hand, wenn er nicht die furchtbare Krankheit erhält. Mhm. So. Ja. Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns dann hoffentlich beim Pflegemanagement vor. Ja, ich hoffe auch.